Der Berner Künstler Albrecht Herport, dessen Porträt Sie hier sehen, ging 1659 für die niederländische Ostindien-Kompanie nach Indonesien. Er war somit einer der vielen tausend Männer der Eidgenossenschaft, die im Barock in fremden Diensten kämpften. Denn obwohl die Schweiz keinen direkten Meeresanschluss hat, war sie in den globalen Handel der Zeit und auch in die kolonialen Geschehnisse involviert. Sei dies über Söldner wie Albrecht Herport oder über Kaufleute oder Plantagenbesitz beispielsweise. Albrecht Herport blieb etwa 10 Jahre in Ostasien, kam dann zurück nach Bern und veröffentlichte bald seine Reiseberichte, die wir hier auch in der Ausstellung zeigen. Sie sind illustriert worden vom Berner Maler Wilhelm Stettler. Und es ist sehr schön zu sehen, wie es eine Vermischung gibt zwischen seinem Erlebten, zwischen dem Gesehenen, aber auch fiktive, imaginäre Elemente aufweist. Albrecht Herport brachte auch Erinnerungsstücke mit von seinen Reisen, wie beispielsweise dieses Schwert aus Java, in Java als Waffe und als heiliges Objekt verehrt, wurde es in Europa zu einem Sammlungsobjekt. Alle drei Objekte wurden in Bern der Burgerbibliothek übergeben und das war eben auch neu im Barock, die Gründung von Bibliotheken, Akademien und so weiter und auch das Vermitteln von Wissen nicht nur über Text, sondern auch über Artefakte.